Wir kommen zu unserem großen Frauenpanel heute Vormittag und auf das freue ich mich ganz besonders. Es ist in Zusammenarbeit mit Women in Film and Television Germany entstanden, kurz WFT. Und die Vorstandsvorsitzende Nicole Ackermann kann heute nicht hier sein. Sie musste kurzfristig einen beruflichen Termin wahrnehmen und deshalb kündige ich das jetzt alleine an. Ich habe mir gestern nach dem Programm sind mir ein paar Sachen aufgefallen und die habe ich mal zusammengeschrieben, weil ich denke, das ist auch so ein Punkt, der in der Debatte jetzt wahrscheinlich auch eine Rolle spielen wird. Wir haben gestern eine ganze Bandbreite dokumentarischer Produktionen besprochen, die Animationen in sehr unterschiedlicher Art und Weise nutzen. Und einiges war dann doch gemein bei vielen Autoren und Regisseurinnen darunter war, dass es für die meisten der erste Austausch war oder das erste Mal, dass sie Animationen in ihren Dokumentarfilm integriert haben und dass sie eigentlich alle aus dem Dokumentarfilm kamen und Animationen nie so richtig in ihrem filmischen Schaffen vorher hatten und das zum ersten Mal taten und damit dann auch gemeinsame Schwierigkeiten hatten, dass unter anderem das Budget hätte höher angesetzt werden müssen, als man das normalerweise für einen Dokumentarfilm tut und dass sie das auch anders im Vorgehen hätten planen müssen. Dann ist mir aufgefallen, dass alle mehr mit gezeichneten Animationen arbeiten und nicht so mit computeranimierten. Also nicht mit CGI, sondern es ist tatsächlich der Kunstaspekt, der da eine große Rolle gespielt hat und dass auch die Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Animator oder Animatoren eine große Rolle gespielt hat. Und unter den geladenen Referentinnen und Referenten von gestern waren sehr viele Animatorinnen. Und dann könnte man auch so den Eindruck bekommen, dass ja sehr viele Frauen in diesem Bereich unterwegs sind. Aber, und das sagte Anja Kofmel gestern auf dem Panel hier, als wir über Chris the Swiss gesprochen haben, unter den 30 Animatoren, die sie zeitweise für den Film beschäftigt hat, war sie meistens die einzige Frau. Und somit wären wir eigentlich bei dem Thema, das wir jetzt im großen Panel auch besprechen werden und dass sehr hochkarätig besetzt ist mit Frauen aus der Animationsszene und dass ich auch damit beschäftigt, dass es viele Frauen in der Ausbildung gibt, dass es auch noch relativ viele Anschlussprojekte gibt und dass 10 Jahre später die Situation ganz anders aussieht. Und da stellt sich natürlich die Frage, woran liegt das? Dafür gibt es mehrere Gründe und was kann man daran ändern? Und ich begrüße jetzt ganz herzlich Professor Lilian Klages. Ich sehe, Sie stehen alle da unten. Sie ist, ich guckte gerade schon und dachte, wo sind Sie denn? Leitende Dozentin im Bereich Animation und Effects Producing an der im Filminstitut in Ludwigsburg, am Animationsinstitut der Filmakademie Baden-Württemberg. So ist es Genau, richtig. richtig. Und dann begrüße ich weiterhin Anja Kofmel. Sie war gestern schon bei uns auf dem Panel mit Chris the Swiss. Dann Stephanie Larsen, sie ist Clustermanagerin des Animationsclusters der Region Stuttgart. Tag, hallo. Und Annegret Richter ist Geschäftsführerin der AG Animationsfilm. Guten Morgen. Und die Moderation übernimmt Dörte Eichelberg. Und sie ist in ihrer Erstausbildung zertifizierte Animations- und Dokumentarfilmerin. Und sie studiert am Animationsinstitut in Ludwigsburg und entwarf, so steht es auf ihrer Homepage, nächtelangen Figuren und Geschichten. Im vergangenen, das steht auf der, so steht es da. Und im vergangenen Jahr war Dörte bei uns auf dem Panel mit Chicks on Boards, der Serie zu surfenden Frauen. Sie moderiert das Arte Wissensmagazin Xenius und heute moderiert sie bei uns das Frauenpanel. Ich freue mich, dass du wieder die Moderation übernommen hast. Und als Headliner haben wir noch Waltraud Grausgruber vom Festival Tricky Women an unserer Seite. Und damit herzlich willkommen. Wo sind die Frauen? Also im Dokumentarfilm beobachtet man sensibel, im Animationsfilm lässt man seiner Fantasie freien Lauf. In be beiden Bereichen arbeitet man viel für wenig Geld. Man ist also
im Zweifelsfall überqualifiziert und unterbezahlt. Da könnte man ja meinen, hey super, Animadoc ist doch eigentlich ein tolles Spielfeld für Frauen. Ich greife hier gerade sehr tief in die Klischeekiste, denn ich darf das jetzt an dieser Stelle, Astrid hat es ja eben schon erwähnt, ich selbst komme auch aus dem Bereich Dokumentarfilm und Animationsfilm, deswegen darf ich das jetzt mal so ironisch sagen. Aber seit dem Studium in Ludwigsburg ist es auch mir nicht entgangen, dass die Anzahl der Frauen stetig abnimmt im Bereich Animationsfilm, im Bereich Dokumentarfilm, im Bereich Animadoc, womit wir uns ja jetzt heute besonders auseinandersetzen. Und die Frauen, die wir jetzt hier sitzen haben, die sind alle sehr engagiert darin, die Frauen wiederum im Bereich Animationsfilm zu fördern. Und deswegen begrüße ich Sie jetzt zum ersten Panel von Docville und auch von Women in Film and Television Germany. Wobei jetzt Docville bekanntermaßen sich ja auch schon seit Bestehen für Frauen einsetzt. Also im Organisationsbereich sind ja auch mehrheitlich Frauen. Also insofern ist das natürlich ein Thema, was uns schon immer beschäftigt. Wir haben ja gestern auch schon schöne Filme gesehen, die von Frauen gemacht worden sind, zum Beispiel Chris the Swiss. Und jetzt wurden ja die Diskutantinnen freundlicherweise schon vorgestellt und sie alle haben auch schon so ein paar Schlagworte mir vorher gegeben. Also Waltraud Grausgruber zum Beispiel meint zu der Frage, wie kann man das lösen, wo sind die Frauen? Sie meint, unsere Ansätze sind noch nicht radikal genug. Lilian Klages meint, die Welt der Animation ist ein Wanderzirkus, also das erfordert ein gewisses Nomadendasein. Deswegen lässt sich das schwer mit Privatleben, mit Familie vereinbaren. Auch Anja Kopfmill hat diesen Regionaleffekt erwähnt, der unter dem das Privatleben leidet, das Familienleben leidet. Und das betrifft ja nicht nur Frauen, das betrifft auch Männer natürlich. Stefanie Larsen hat auch auf die Frage, wo sind die Frauen, einfach gesagt, zu viel zu Hause. Und Annegret Richter meint, Frauen treten oft auch nicht selbstbewusst genug auf und werden deswegen vielleicht nicht genug gesehen. Deswegen, Annegret, fangen wir doch mal gleich damit an. Ist das jetzt ein Problem im System? Denn das, also die Frage nach der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die stellt sich ja eigentlich in fast jedem Berufsfeld. Also liegt das jetzt am System oder liegt das an uns Frauen? Ich glaube, es ist eine Kombination aus beidem. Also zum einen ist das Filmschaffen generell ja nicht sonderlich familienfreundlich, egal in welchem Bereich man Film macht. Aber die Animation ist dann nochmal speziell und das können ja alle bestätigen, wenn man dann 2 Jahre lang mindestens mit einem Projekt beschäftigt ist und dann vielleicht auch noch an verschiedenen Orten zu tun hat, ist das einfach familienunfreundlich. Und das sind dann auch keine normalen Arbeitszeiten, in denen man arbeitet, sondern 16 Stunden zum Beispiel, wie Lilian gerade vorhin sagte. Und das Zweite ist natürlich auch, dass Frauen, das, was ich eben auch sagte, weniger selbstbewusst auftreten und dann natürlich auch sich anders verkaufen. Also nicht sagen, ich kann das vielleicht nicht so richtig oder ich muss noch ein bisschen was üben oder ich komme gerade erst frisch vom Studium und vielleicht kann ich das noch nicht. Während Männer, und das ist wirklich vielleicht auch so ein gesellschaftliches Problem, dann sagen, ach, ich mach das jetzt einfach. Und qualitativ genauso gut sind wie die Frau, die aber eher zögert und dann sich eher noch ein bisschen was aneignen möchte an Know-how. Und ich glaube, das ist ein großes Problem. Frauen müssen einfach mutiger werden. Viele sind es schon, aber es sind eben noch nicht genug. Aber das andere Problem lässt sich eben noch viel schwerer lösen. Den Mut können wir zusprechen. Okay. Dieses Selbstbewusstsein, das muss man ja auch erstmal erlangen. Also vielleicht durch die Prägung, durch die Erziehung, aber vielleicht kann man ja auch von außen da einwirken. Stefanie, ach, da bist du ja direkt neben. Ich schaue so, muss mich auch erstmal hier orientieren. Also bleiben wir jetzt erstmal kurz bei diesem Aspekt Familie. Das, was also offensichtlich ein Thema ist, was jetzt hier alle sehr beschäftigt, denn das haben alle irgendwie an irgendeiner Stelle genannt. Wieso ist denn ausgerechnet der Animationsfilm so familienunfreundlich?
glaube, das sind die Punkte, die Annegret auch schon gesagt hat und eben auch das Statement von Lillian. Also das mit dem Wanderzirkus, ich kann nur bedingt, vielleicht wenn ich ganz kleine Kinder habe, die noch nicht in eine Institution Schule müssen, kann ich die auch mal von A nach B mitnehmen oder so für eine Weile. Aber irgendwann ist es halt blöd und dann gibt es ja noch andere Familienmitglieder, die dann also quasi immer alles auch genauso machen müssten. Und das andere ist, wie aber glaube ich auch in vielen anderen kreativen Berufen auch eben, sind diese Arbeitszeiten. Also dadurch, dass ein Projekt fertig werden muss, dass es Deadlines gibt, dass mal wieder was nicht geklappt hat oder wie auch immer, sind diese Nachtschichten oder Langbleiben etwas, was einfach die Dinge nicht so planbar machen, also den Alltag nicht so planbar machen. Und dann ist es eben schwierig, sich selber so eine flexible Struktur zu schaffen, die solche Dinge auffängt. Aber wieso müssen denn diese Arbeitszeiten so lang sein? Das weiß ich auch nicht. Also ich glaube, ich gehöre da jetzt, glaube ich, eher zu der anderen Seite. Also ich arbeite auch sehr viel, aber es hat auch natürlich ein bisschen, glaube ich, manchmal ist es auch etwas, was damit zu tun hat, dass Menschen, die kreativ arbeiten, vielleicht auch nicht ganz so lange im Voraus sagen, ich beginne von vornherein mit 8 bis 10 Stunden am Tag und dann ist hinten raus auch 8 bis 10 Stunden am Tag, sondern dass man häufig vielleicht auch am Ende der Zeit denkt, meine Güte, jetzt habe ich es noch nicht so weit. Also vielleicht hat es auch was mit Zeiteinteilung oder wie auch immer zu tun, vielleicht hat es aber auch was damit zu tun, dass es eben so ist, dass in kreativen Prozessen auch nicht alles so planbar ist und man manchmal von Dingen überrascht wird, weil sie halt noch nicht so sind, wie sie sind und deshalb noch mal reingehauen werden muss. Also ich glaube, das weiß keiner so richtig. Hätte ich einen ganz kurzen Einschub. Also es gibt durchaus die Möglichkeit, geregelt zu arbeiten, 8 Stunden. Also ich glaube, das ist eine Struktursache schon auch. Ja. Es ist aber auch, was ich auch feststelle oft, es ist ein kultureller Unterschied zwischen unterschiedlichen Ländern. Also das heißt, wie arbeiten wir in Deutschland generell? Also das muss man, glaube ich, schon auch nochmal länderspezifisch anschauen, weil in Deutschland ist es immer noch so, dass wenn man einen Beruf neu anfängt, dass sehr viel und sehr, also sehr, sehr lange Zeiten gefragt sind. Ne? Also so, wer geht als Letzter? Also wenn man so vor dem Chef geht, ist einfach auch gar nicht gut. Das heißt, ich merke, jetzt habe ich den Unterschied zwischen Deutschland und Skandinavien, weil ich sehr viel auch in Skandinavien bin. Da ist natürlich auch, das sind 7,5 Stunden, das ist genau geplant. Und die Leute gehen wirklich nach Hause, weil einfach klar ist, dass Frauen die Kinder abholen müssen, dass Frauen und Männer sich auch die Aufgaben teilen. Und da kann man eben nicht sagen, jetzt bleibe ich einfach nochmal 3 Stunden länger, außer es ist abgesprochen. Also ich glaube, es bedarf natürlich auch einer Struktur und Firmen, die das anerkennen, die auch anerkennen, dass eine Frau genauso viel arbeitet innerhalb von 6 Stunden oder von 8 Stunden und dass es eben nicht diese 2 Stunden extra noch bedarf. Also da muss man schon auch mal länderspezifisch auch nochmal schauen, glaube ich. Ich hätte auch noch eine Lösung, also die auch helfen würde, weil oft ist es so, dass natürlich viel Arbeit ist und ich sehe aber auch die Produktionsbudgets. Und manchmal würde es einfach helfen, wenn bestimmte Positionen teilbar wären, dass eben nicht nur eine Person das macht, sondern mehrere Personen. Aber dafür müsste das Budget da sein, um 2 Personen auch wirklich adäquat bezahlen zu können. Und da scheitern wir wieder daran, dass die Produktionsbudgets, besonders in der Animation, sehr, sehr eng kalkuliert sind und dann eben nicht, also es für eine Person gerade so reicht, aber 2 Personen auf gar keinen Fall mit, sagen wir jetzt mal, 30 Stunden beschäftigt werden könnten pro Woche. Anja, du hast ja in, also auch wieder Stichwort Regionaleffekt, du hast in 3 oder 4 Ländern Chris the Swiss produziert. Du hast unter anderem in Deutschland und Kroatien gearbeitet, hast du ein Team von Animatoren geleitet. Was hattet ihr da für ein Pensum, was für Arbeitsstunden? Ja, also ich war immer die Erste und die Letzte, also die Erste, die kam und die Letzte, die ging und Ich halte das irgendwo auch für normal für eine Regie, dass man halt dieses Pensum macht. Wir hatten sehr, sehr viele Probleme aus diversen Gründen und das ging nicht in 7 Stunden, das zu lösen. Man hat ja auch ein Team, man ist verantwortlich dafür, muss vorbereiten, dass sie dann, wenn die um 9 kommen, dass die danach loslegen können, effizient arbeiten können.
Und dann abends musste man das ganze Material wieder sichten. 15 Stunden war normal. Also. Oh, feier. Aber das kann man doch auf die Dauer gar nicht durchhalten. Nein. Also es ist ja auch so, wenn man dann wirklich in der Produktion drin ist, dann es gibt ja irgendwie auch Kraft und Adrenalin, aber das kann man jetzt nicht 10 Jahre ununterbrochen durchhalten. Ich meine, das Gute ist jetzt beim Film und bei der Animation, dass das ja nicht so ein 0815-Job ist und jede Phase gleich intensiv ist. Ich bin im Moment in der Recherchephase, da kann ich auch mal erst um 10 oder 11 beginnen und das kompensiert sich dann wieder. Ja, aber es ist intensiv und das lässt sich schwer mit dem Privatleben vereinen dann. Ja, also ich glaube auch beide Bereiche, Dokumentarfilm und Animationsfilm, sind sehr arbeitsintensiv und bei niedrigen Budgets. Das heißt, es bleibt einem oft gar nichts anderes übrig als Selbstausbeutung, lange Arbeitszeiten. Es sei denn, man bekäme bessere Budgets. Waltraud, wie ist das bei Festivals? Ja, also als Festival mit dem Fokus auf Frauen ist sowieso schwieriger als Festival zu bestehen, weil es ja immer heißt, man kann die Männer nicht ausgrenzen, wenn das 100% Frauen sind. Das ist unsere Erfahrung über all die Jahre. Aber ich möchte jetzt noch sagen, ich fände es nicht so gut, wenn das jetzt auf die langen Arbeitszeiten reduziert wird, die Absenz der Frauen in den leitenden Funktionen. Das ist nur ein kleiner Aspekt, finde ich. Also da gibt es jetzt auch die tolle Untersuchung von dem Annenberg-Institut in Amerika über die Situation in Amerika, die jetzt gerade herausgekommen ist, die auch wirklich viele Interviews in der Szene gemacht haben mit Leuten aus der Branche, wie die das so sehen. Und da ist einfach, dass immer noch Frauen in der Regiefunktion, dem zum Beispiel untersucht bei den Langfilmen im Animationsbereich, amerikanische Produktionen zwischen 2007 und 2018, 120 Langfilme, da waren 3% der Frauen nur in der Regiefunktion. Und dass einfach Frauen immer noch als risky gelten, als weniger erfahren. Und da wurden auch die Leute befragt, also Beginners, also die haben auch so Interviews gemacht, sehr viele mit Frauen, die am Anfang ihrer Karriere sind, Durchschnittsalter 29. Da haben 90% zum Beispiel gesagt, sie wären gerne in Leading Positions und auch 37, sie würden gerne Regie führen. Also es ist nicht so, dass die Frauen nicht wollen. Aber viele haben sich selber auch zugeordnet, dass sie so eingestuft werden und dass halt so viele Stereotype in der Szene sind. Aber ich denke, das ist ja nichts Neues, dass es Role Models braucht, es braucht Mentoring. Aber eben deswegen, ich finde jetzt, also Tricky Women ist ein, für die, die uns nicht kennen, ein Animationsfilmfestival in Wien. Uns gibt es seit 2001 und unser Fokus ist auf Animationen von Frauen. Wir akzeptieren auch Filme, die in Koproduktionen mit Männern gemacht sind, aber Frauen müssen in den zentralen Positionen sein. Also es geht uns um Inklusion und nicht um Exklusion. Und wir nehmen Filme von allen, die sich als Frauen identifizieren. Also wir haben das schon sehr weit gefasst. Aber ich denke, jetzt gibt es uns schon so lange. Und jetzt erlaube ich mir schon zu sagen, auch für mich persönlich jetzt auch, in letzter Zeit war es so, dass ich denke, jetzt nach all den Jahren, wir brauchen einfach radikalere Forderungen, sonst verändert sich nichts, weil das wirklich schon so lange bekannt ist auch. Es braucht diese Role Models und es gibt einfach zu viele Stereotype immer noch, aber generell in der Gesellschaft und nicht nur in der Animationsfilmbranche. Aber ja, da es geht ein allgemeines Nicken hier umher. Könnt ihr das konkretisieren, die radikalen Forderungen? Fangen wir mal bei dir an. Genau, ich würde zum einen erstmal auch unterscheiden zwischen, also in der Animation gibt es ganz viele unterschiedliche Positionen und natürlich ist die Situation für eine Regisseurin oder auch eine Produzentin eine andere als für eine Animatorin, die dann im Workflow drin ist oder in allen anderen Positionen. Da gibt es ja auch sehr viele Fachexperten. Und gerade wenn man sich spezialisiert hat, auch als Frau, dann ist man natürlich sehr gefragt und dann kann man auch Forderungen stellen hat aber dann eben wieder das Problem der Regionalität zum Beispiel, ne, dass man nicht überall arbeiten kann, weil man seinen Wohnsitz nur an einem Ort hat. Also da treten wieder auch sehr viele Förderproblematiken zutage. Aber auch da erzähle ich ja niemandem was Neues, glaube ich. Aber man muss da sozusagen durchaus auch in den unterschiedlichen Positionen differenzieren. Wir haben aber beim ITFS, also beim Trickfilmfestival dieses Jahr, das
eine Initiative Frauen in der Animation in Deutschland gegründet, die erstmal noch frei von Inhalten ist, sondern erstmal nur als Initiative existiert mit einem Fragebogen, der von der Branche gefüllt werden soll, ausgefüllt werden soll, damit diese Probleme auch zutage kommen. Weil natürlich können wir als Gründerin, Lilian Klages ist da zum Beispiel dabei, für uns definieren, wo wir die Probleme sehen. Und ich denke, da ist auf jeden Fall das Mentoring oder das Netzwerk, das man haben sollte, also wo man sich stärken kann. Oder eben auch einfach nur das Selbstbewusstsein, dass man jemanden hat, der eben auf die Schulter klopft und sagt, hey, du kannst das, mach das, bewerb dich da. Oder eben auch Fortbildung, ganz verschiedene Positionen, also die fallen uns ein, aber wir wissen gar nicht, ob das der Bedarf ist, der in der Branche in verschiedenen Bereichen tatsächlich benötigt wird. Und deswegen warten wir jetzt noch darauf, was denn diese Studie da, also diese Fragebogen da tatsächlich zutage führt. Weil die Situation ist, das hat Lilian Klages ja auch schon erwähnt, tatsächlich in Deutschland ein bisschen anders als in anderen Ländern. Also in Amerika zum Beispiel gibt es Women in Animation seit 1996 und die haben ganz klar 50-50 by 2020 formuliert, dass eben in Leading Positions in den großen Industriebetrieben wie Disney, Pixar, DreamWorks die Frauen auch wirklich dort an die Positionen kommen. Das ist in Deutschland aber überhaupt nicht relevant, weil es gibt diese Riesenindustrien ja gar nicht. Ich meine, wie sollen die das denn schaffen, wenn jetzt gerade mal 3% der Langfilmregisseure Frauen sind in den letzten 10 Jahren? Na, sie arbeiten sich vor. Also wenn man jetzt schaut, wer da an verschiedenen Führungspositionen bei Disney und Pixar ist, das sind schon in sehr hohen CEO-Positionen auch Frauen am Ruder. Ist da Deutschland im Vergleich Schlusslicht? Deutschland hat einfach eine andere Industriestruktur, wenn man das jetzt so sagen darf. Wir haben viel mehr kleinere Studios, so 2-Mann-Betriebe oder kleinere Manufakturen, die auch mal größer, mal kleiner sind, wo mal 10, mal 60 Leute angestellt sind. Es werden viel, viel weniger Langfilme produziert, viel, viel weniger Serien. Auch die Kontinuität der Arbeit ist da tatsächlich ein Problem. Das heißt, man arbeitet irgendwo und danach, wenn dieses Projekt abgeschlossen ist, weiß man nicht, ob man da weiterarbeiten kann. Das heißt, die Planungssicherheit sowohl für die Produzenten als auch für die Leute, die angestellt sind für einen kurzen Zeitraum, ist sehr, sehr fragil. Und das ist natürlich immer blöd, egal ob man Mann oder Frau ist. Man hangelt sich also von Projekt zu Projekt, teilweise auch von Ort zu Ort. Aber wir müssen natürlich, also ich denke, wir sind ja gefragt, als jetzt bin ich ja nicht nur Professorin an der Filmakademie oder am Animationsinstitut, sondern auch Produzentin, da sind natürlich wir auch gefragt, das zu ändern, ne? Also direkt wirklich Frauen anzusprechen und das Vertrauen auch zu geben, in die Leading Positions reinzugehen. Also diese Studie, die Annenberg-Studie hatte ja auch, glaube ich, dargestellt, dass Männer zuerst mal Jobs an Männer vergeben, also dass das jetzt in USA zumindest irgendwie so der Fall wäre. Und ich habe mir das schon auch nochmal durchgedacht und habe gedacht, ja, dann sind wir, also wir Frauen sind angesprochen, wenn wir in diesen führenden Positionen schon drinnen sind, auch zu sagen, wir versuchen wirklich den Fokus drauf zu legen, dass wir mehr dafür tun. Ja, also mehr Regisseure. Ja, also ich wollte gerade sagen, es sind nicht nur die Männer, die Frauen anstellen. Ich nehme das auch, das ist natürlich, ich nehme das auch persönlich. Ich habe jetzt auch einen Langfilm gemacht mit 2 Regisseurinnen. Bin total glücklich damit und fand, es war ein absolut tolles Team. Aber das ist natürlich was wir auch weitergeben müssen. Also das können nicht nur Einzelfälle bleiben. Also in der Schweiz hat es eine Studie gegeben, da wurde eine Arbeit, also war jetzt außerhalb der Filmbranche, eine Arbeit einer Frau von, also die Testpersonen wussten nicht, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Die wurde von den Frauen eigentlich schlechter oder der Frau wurde weniger zugetraut von den Frauen als von den Männern. Das finde ich extrem interessant. Also ich denke auch, es ist eine Aufgabe der Frauen, da ein Umdenken zu machen und den Frauen mehr zuzutrauen. Es sind nicht nur die Männer. Ja, ich finde, es gibt da oft eine fehlende Solidarität. Also das finde ich auf alle Fälle. Ich kann auch so eine ganz nette Geschichte aus dem Alltag erzählen. Ich habe ja immer gearbeitet, obwohl ich Kinder habe und obwohl ich Kinder habe. Ja, schon traurig, wenn man das so sagen muss. Genau. Und ich habe das so oft erlebt, dass mich Frauen darauf angesprochen haben, wie ich das mit meinem Gewissen vereinbaren kann, dass ich beim Kindergarten gefragt worden bin, holen Sie heute Ihre Kinder mal selber ab. Ja? Also
das ist schon sehr deftig, auch das, was Frauen einem gegenüberbringen. Also ich glaube, das ist etwas heftiger als, also ich denke, Männer sind teilweise toleranter als Frauen gegenüber. Also ich kann auch nur kurz sagen, ich habe die Erfahrung auch gemacht. Also ich habe, ich bin ja Geschäftsführerin der AG Animationsfilm und als wir als 5 Frauen überlegt haben, wir wollen diese Initiative Frauen in Animation in Deutschland ans Leben rufen, habe ich das meinem Vorstand gepitcht. Das sind 8 Leute, davon sind 6 Männer. Und von den 6 Männern sind 4 Mitte 50, Ü 60. Und ich dachte, oh, das wird jetzt, da saß ich dann diesen 4 Männern gegenüber und dachte, und es gab überhaupt keine Diskussion darüber. Die haben gesagt, na klar machen wir das. Das ist sowas von wichtig, das ist total notwendig. Und wir sind dabei und die unterstützen das voll. Und die sind ich sage noch radikaler, als ich das gewesen wäre von mir aus. Also die haben da wesentlich stärkere Positionen. Also da war ich eher wieder die Zögerliche. Und das war für mich auch eine spannende Erfahrung. Und was ich noch sagen wollte, ich komme ja aus dem Osten, ich komme aus Leipzig. Und da begegnen mir zum Glück diese Vorurteile nicht. Ich glaube, da ist es sozusagen auf der Ostseite von Deutschland noch ein bisschen einfacher, wenn man als arbeitende, Vollzeit arbeitende Frau unterwegs ist. Das ist relativ normal. Also das ist jetzt auch wiederum ein Regionaleffekt. Ich denke tatsächlich, dass das aus der Historie heraus geboren ist und dass es positiv ist. Also vielleicht muss ich das der Rest von Deutschland auch noch annehmen, weil was ist denn so unnormal daran? Ne? Also warum muss man das hinterfragen? Also jeder darf das doch selber entscheiden, was er macht. Ich frage mich sowieso die ganze Zeit, wieso bei dem Stichwort Familien und Karriere, warum das dann immer die Frauen betreffen muss. Also die Väter müssten ja genauso darunter leiden, wenn sich der Beruf nicht so gut mit Familie vereinbaren lässt. Ne? Also ich kann auch sagen, in meinem Team waren die meisten Männer auch geschieden. Also es betrifft nicht nur die Frauen. Es ist einfach schwierig, Familie und Animation oder Film allgemein. Okay, und in der Animation ist es noch speziell, wenn es wirklich so lange dauert. Aber was müsste sich denn dann ändern? Und das betrifft ja nicht nur Familienleben, das betrifft ja auch einfach mal schlicht und ergreifend Sozialleben, Privatleben. Also einfach, dass man lebt und sich nicht nur sein ganzes Leben lang selbst ausbeutet. Also was müsste sich da ändern, dass gerade im Animationsbereich die Bedingungen einfach besser sind? Sind es jetzt die Budgets, sind es die Arbeitszeiten, ist es der Regionaleffekt, ist es die Wahrnehmung in der Gesellschaft, ist es die Wechselwirkung zwischen dem Auftreten der Frauen oder den Selbstzweifeln, die sie haben und den Erwartungen, die an sie gestellt werden oder eben nicht? Ich denke, das muss in den Schulen natürlich erst anfangen. Ne? Also da, wo wir ausbilden, müssen wir das Bewusstsein erstmal etablieren, zu sagen, traut euch was, geht raus, seid selbstbestimmt. Also ich merke schon auch noch, es gab eine ganz interessante, wir waren ja in Annecy, da gab es von Women in Animation auch eine Auftaktveranstaltung und da haben die Kolleginnen aus UK erzählt, dass sie gemerkt haben, es fängt schon an, wie man sich darstellt, wie man Gehaltsverhandlungen führt. Ich meine, das ist jetzt nicht animationsspezifisch, das glaube ich ist eher eine generelle Frage. Und die bieten wirklich Kurse dazu an. Und jetzt habe ich auch mal ein bisschen nachgefragt bei uns, bei den Producern, die wir ausbilden. Da ist schon nochmal ein großer Unterschied da, wie man sich da selber darstellt und wie man sich selber auch wahrnimmt. Und ich glaube, da kann man schon anfangen, die ersten Mentorships zu machen, den ersten Ausbildungsfokus zu legen. Also, dass man wirklich, wir sind ja jetzt in der Akademie immer noch 50-50 oder wir sind immerhin 50-50, Männer, Frauen. Was danach passiert ist, natürlich, da haben wir ja schon die Frage gehabt, warum bricht es dann weg? Wo sind die Frauen dann? Aber ich glaube, dass man viel tun kann, schon in den Schulen einfach den Fokus drauf zu legen, dass sich da eine Bewusstseinsänderung ergibt. Also das ist ja immerhin auch schon mal eine Fortentwicklung, denn ich erinnere mich, als ich in Ludwigsburg Animation studiert habe, da war das Geschlechterverhältnis, glaube ich, noch so 10-90 oder 20-80. Also wenn es jetzt 50-50 ist, da hat sich schon einiges getan im Laufe der letzten Jahrchen. aber wie sieht's denn dann hinterher in der Realität, in der freien Wirtschaft aus? Kannst du uns da so ein paar frustrierende Zahlen um die Ohren werfen? Also ich würde jetzt keinen nicht mit Zahlen werfen, das ist auch schwierig, aber es ist tatsächlich so, dass im Kurzfilm sehr, sehr viele Frauen unterwegs sind. Egal, ob es jetzt animierter Dokumentarfilm ist, das wird auch sehr oft von Frauen gemacht, gerade wenn sie aus der Animation kommen, weil man damit gut Themen, die auch, ich sage jetzt mal ganz klischeebeladen, auch Frauenthemen sind, ja so psychologische Themen, Traumata oder so, das wird sehr oft von Frauen behandelt, oft von Männern. Aber sobald es aus dem Kurzfilm rausgeht, sobald es in die Serie geht oder in das Special
oder in den Feature-Filmen, dann wird es schwierig, weil das eben dann an diese Grenzen stößt, die wir gerade alle schon besprochen haben. Das heißt, da werden auch größere Budgets nötig, da muss man vielleicht auch ein bisschen... Man muss es, glaube ich, im Gesamtkontext sehen. Also zum einen braucht es einen Produzenten oder eine Produzentin, die natürlich auch mitdenkt, wenn sie jetzt eine Regisseurin hat, welche Eventualitäten man einplanen muss. Also ein kurzes Beispiel, Rabe Socke 3, Verena Fels hat Regie geführt und ist schwanger geworden während der Produktion. Nein, Katrin, das sage ich doch auch gar nicht. Lass mich doch mal auszählen. Das ist doch, man soll es mitdenken. Es ist doch kein Risiko, dass man muss es nur, man muss es mitdenken und man muss sich dafür stark machen. Das ist ja überhaupt nicht dagegen. Das ist dafür. Natürlich, man kann auch sterben. Das ist alles natürlich. Ich finde das jetzt ganz schlimm. Katrin, darf ich meinen Satz zu Ende führen, bitte? Dankeschön. Also, und sie ist schwanger geworden und sie hat aber natürlich das Projekt trotzdem so weit weitergemacht, wie es ging, und es wurden dann andere Möglichkeiten gefunden. Ich finde, das ist wichtig, dass es einen Produzenten gibt, der da mitzieht und der nicht sagt, du bist eine junge Frau, du kannst schwanger werden und ich nehme mich nicht. Das wollte ich nämlich sagen. Also, dass man das geht und dass man dann auch alles mitzieht, was in der Familienplanung und mit den ganzen, was dazu kommt, und bei ihr war es noch, glaube ich, sehr, sehr viel krasser mit dem Baby, dass man das mitdenkt. Nicht, dass man es ausschließt oder dass man es als Risiko sieht, aber dass man es mitdenkt, auch in der Produktion. Und das, finde ich, muss in den Produktionsbudgets auch bedacht werden. Da sind wir wieder dort, wo ich denke, dass es eben einen Gesamtkontext braucht. In den Förderungen, in den Planungsbudgets muss einfach drin sein, dass man arbeitsfreundlichere oder familienfreundlichere Arbeitsbedingungen schaffen kann, dass man Eventualitäten einplanen kann, die immer auftreten. Da stimme ich dir völlig zu, egal ob bei Mann oder Frau. Aber das ist momentan nicht drin, weil es wird immer hart auf Kante kalkuliert. Ganz im Gegenteil, es wird eher mit weniger Geld gearbeitet, wenn man das Projekt unbedingt machen will. Und das ist eben nicht nur in der Animation so, aber da ist es besonders krass. Es ist auch im Dokumentarfilm so, das weiß ich. Und da glaube ich einfach, haben wir Nachholbedarf, weil wenn wir das geregelt kriegen, wenn wir da alle zusammen auch in Kommunikation treten, die Finanzierung, die Produktion und natürlich die Leute, die dann das umsetzen, miteinander in eine gesellschaftliche Qualität zu bringen, die Familien, Frauen die Möglichkeit gibt, zu arbeiten in dem, was sie wollen und so, wie sie das möchten, dann sind wir ein ganzes Stück weiter. Aber da sind wir eben noch sehr weit davon entfernt. Ich möchte auch ganz dringend einwerfen jetzt, dass jetzt nicht großes Thema ist Familie und Frauen. Ich weiß auch schon, wie du es meinst, weil es gibt ja auch, ich habe selber auch 3 Kinder. Man ist jetzt nicht das ganze Leben jetzt nur mit Familie beschäftigt und das einschränkt sich. Es gibt Phasen direkt rund um Geburt und so. Und das muss generell gesellschaftlich anders verteilt werden. Da geht es auf allen Ebenen um Forderungen. Aber unsere Erfahrung ist, Zahlen machen Fakten. In Österreich war es auch so, das habe ich auch extra mitgenommen. Jetzt generell im Filmbereich gab es eben diese Untersuchung jetzt letztes Jahr, der Film Gender Report, wo auch erhoben worden ist, wie viel Budget an die Frauen geht. Und ganz wichtig war, dass es Statistiken gibt, weil immer wieder sonst das Argument war, das stimmt ja nicht ganz, das ist nicht so, die Frauen bekommen nicht weniger Geld. Da haben wir es jetzt am Tisch, dass die Frauen einfach kleinere Budgets bekommen haben. Und ich finde, es braucht auch mehr wissenschaftliche Untersuchungen. Und in unserer Gesellschaft zählen halt die Zahlen und die Fakten, dann wird es mehr Realität. Und das braucht einfach wirklich mehr Untersuchungen dazu, wie jetzt auch diese Annenberg-Studie, wo man es dann wirklich so am Tisch hat, wie die Zahlen sind eben und wie in Österreich seitdem bewegt sich auch viel mehr, haben wir mehr in der Hand, wenn wirklich belegt ist, dass die Frauen kleinere Budgets meistens kriegen, dass es so ist, dann kann man auch ganz anders ansetzen. Waltraud, warum bekommen deiner Meinung nach die Frauen geringere Budgets? Haben sie geringere erstmal gefordert oder werden ihnen geringere zugestanden? Das weiß ich nicht jetzt so genau, wie dann der Ablauf ist, aber das verstehe ich auch nicht, warum das so ist. Also das weiß ich nicht, aber generell ist es wirklich so mit dem,
dass halt Frauen das eher als risky und mit weniger Erfahrung, dass das konnotiert ist, und das gehört geändert eben, und deswegen auch mit dem, da so rund, Frauen können ja schwanger werden, das gehört irgendwie einfach, das soll einfach, auch das heißen kann ja, der kann ja Vater werden, und deswegen das gleich bewertet wird als Risikofaktor und nicht bei den Frauen schwerer gewichtet wird, ja. Danke, Anja. Es ist ja tatsächlich eigentlich bei eurem Festival, wo ich ja schon... genau, ich bin Katrin Rothe, ich mache dokumentarische Animationsfilme. Und ich habe auch, also die Männer haben eigentlich das gleiche Problem, also die sind immer mehr geschieden, die Männer heutzutage, und wollen auch ihre Kinder sehen. Und ich wundere mich, dass das so abfällt, weil ich an meiner Arbeit merke, ich stelle sehr gerne Frauen ein, weil die tatsächlich mehr leisten in kürzerer Zeit, gerade wenn sie auch nach Hause müssen zu ihren Kindern. Also meine Erfahrung ist bei der Animation, ist eigentlich sehr messbar, was jemand macht, also wie viele Sekunden man am Tag schafft und wie es aussieht. Und wenn man so mitkriegt, wer wie arbeitet oder so, danach stelle ich meine Teams immer mehr dann weiter zusammen, und das sind sehr oft Frauen dann. Und man kann auch, also Animation ist eine Fleißarbeit. Und also bei vor 10 Jahren auf den Festivals war ja Trickfilm immer mehr ein Frauenjob, weil man es auch gerade einteilen konnte mit Kindern. Man konnte flexibler arbeiten. Also man kann nicht wie bei einem Filmdreh, wo alle zur gleichen Zeit da sein müssen. Man kann ja auch früh 4 Stunden arbeiten und abends, wenn die Kinder im Bett sind. Ich wundere mich stark, dass das sich jetzt so geändert hat. Ich kann es nur auf den technischen Aspekt schieben. Und das, was Annegret am Anfang gesagt hat, dass die Frauen, und das bemerke ich bei meiner Arbeit auch, dass die Frauen so eher vorsichtig sind, ob sie das können. Und ich merke dann, die können es. Also alle Absolventen jetzt, die von Schulen können, die können total souverän mit allen Techniken umgehen, die können sich genauso souverän bewegen. Aber ich denke es nicht. Also ich muss meinen Kopf einschalten als Regisseurin und sagen, ja, das ist eine Frau, die tut sich jetzt nur nicht so gut präsentieren. Ich weiß, dass die jetzt alle so gut sind technisch. Ich muss da nicht drauf, nicht denken, dass der Mann, der nur irgendwie sicherer wirkt oder so, dass der besser ist. Und die Männer, die gehen bei mir auch nach Hause und kümmern sich um ihre Kinder oder arbeiten auch nicht. Also man merkt ja auch, wenn die so endlos arbeiten, kommt ja nicht mehr bei raus. Also man hat ja wirklich das Ergebnis relativ schnell da. Also man macht dann über ein Jahr einen langen Animationsfilm. Also schicke ich die Leute gerne nach Hause früher, weil sie dann am nächsten Tag wieder effektiver sind. Und in der Schweiz, was mich wundert, das habe ich da, ich hatte auch eine Co-Produktion mit der Schweiz, da arbeitet keiner länger, die gehen doch alle irgendwie nach Hause. Oder? Also bei mir muss. Ja, also nach einer halben Stunde länger, das war dann schon irgendwie sehr Zugeständnis also, an mich. Genau, man versucht natürlich auch sein Team zu schützen. Was man dann als Regisseurin macht, ist die eigene Verantwortung, aber das Team, das muss man schon schauen, dass die Arbeitszeiten natürlich eingehalten werden können. Ja. Das ist auch, denke hier in Deutschland auch so, dass, wie du sagst, also man hat auch ein Interesse, dass das Team ein Jahr durchhält. Also ja, es genau. Gibt ja auch eine Teamdynamik, und wenn das Team müde ist, dann kriegst du nichts mehr. Und da auch Sorge zu tragen, ist sehr, sehr wichtig. Annegret. Ja, aber ich glaube, also ich kann dazu eben auch sagen, ja, das stimmt. Auf der anderen Seite sind es ja ganz oft eben Co-Produktionen, die man auch in Deutschland hat. Und dann müssen die Sekunden einfach fertig werden, egal wie, weil der Regisseur oder die Regisseurin eben nicht in Deutschland sitzt, sondern in einem anderen Land und einfach die Sachen fertig haben will. Und egal, was dann eben passiert ist an dem Tag, die Sachen müssen da sein, und dann wird es eben auch mal länger. Also ich glaube, das ist immer produktionsabhängig, das kann man schön denken, aber in der Umsetzung kann es dann durchaus eben auch anders sein. Was ich auch sagen wollte, ist, was tatsächlich passieren muss, ist, dass wir Frauen stärken, auch in ihren Forderungen, in dem, was sie, wie sie sich und ihre Arbeit verkaufen. Ich hatte dir vorhin eine kurze Geschichte erzählt, die mir ein Produzent zugetragen hat, dass er jemanden einstellen wollte, und sie hat gesagt, na ja, ich bin ja jetzt nicht mehr ganz frisch von der Universität und ich habe ja schon viel Erfahrung gesammelt. Na,
Und ach, genau, er hatte sie gefragt, was möchtest du denn haben, also als Gehalt pro Tag? Und sie meinte so, naja, ich glaube, 100 Euro kann ich schon nehmen. Und da hat er sie ganz entsetzt angeguckt und hat gesagt, wie 100 Euro? Du bist erfahren, ne? Also ich habe dich ja angefragt, weil du was kannst. Und er wollte ihr natürlich viel mehr geben, aber er war wirklich entsetzt, was ihre Forderung war. Und sie hatte, also ich glaube, wir müssen da auch viel Bildungsarbeit leisten, wo sie sich selber positionieren können mit einem bestimmten Erfahrungsgehalt und auch eine bestimmten Fachexpertise, die in der Animation ja auch gefragt wird. Da gibt es ja sehr viele sehr spezielle Positionen, die eben nur von wenigen Leuten auch tatsächlich ausgeführt werden können. Und für die kann man tatsächlich auch höhere Tagessätze anlegen. Aber das Problem ist ja gerade, also zumindest in der Schweiz gibt es sehr wenig Referenzen. Also woran orientiert man sich? Was verdient man dann so als Animationsregie? Und da ist, glaube ich, schon der Unterschied von Männern und Frauen, ist halt, dass die Frau eher denkt, oh, ich darf nicht zu viel verlangen, und ein Mann findet einfach, das bin ich wert. Und da müssen wir Frauen auch was ein bisschen umdenken. Aber das Problem der Verhältnisse oder dass man halt auch die Zahlen nicht kriegt, was so die anderen verdienen, das ist halt schade. Und ich denke, hier wäre ein bisschen mehr Transparenz auch angesagt. Also ich glaube, in Deutschland wird ja generell wenig über Gehälter gesprochen und über Budgets. Das ist ja teilweise sogar vertraglich geregelt, dass man darüber nicht sprechen darf. Das ist wahrscheinlich auch Teil der Problematik. Wie sieht es da in Skandinavien aus? Über Gehälter redet man nicht. Auch nicht. Nein, auch da nicht. Also ich denke aber, die Branche ist ja so trotzdem so durchlässig, dass man ja weiß, wie hoch sind die Budgets. Also bei Langfilmen kann man es ja teilweise nachlesen. Also da gibt es ja, weil alles gefördert ist, sind ja meistens auch Budgetgrößen bekannt. Ich denke, es gibt aber auch sowas wie einen Grund, also es gibt für gewisse Positionen gibt es schon sowas wie eine moralische Grenze, eine Mindestgrenze, was Leute verdienen sollten. Also mich würde es jetzt wundern, wenn diese Transparenz komplett fehlt, weil die ist eigentlich schon da und das spricht sich ja auch rum und Leute fragen sich gegenseitig, was verdienst du auf der gleichen Position, und das ist jetzt also nicht so komplett nebulös. Da gibt es, glaube ich, schon gewisse Werte, an denen man sich entlanghangeln kann. Ja. Ich denke mal, ist wahrscheinlich auch eine Generationenfrage. Also was wird einem auch so von Haus aus vorgelebt durch die eigenen Eltern oder die Eltern der Freunde und so weiter? Siehst du da eigentlich jetzt auch eine Veränderung von Generation zu Generation, also unter den Studierenden jetzt, wo es jetzt in der jetzigen Generation normal ist, dass Väter und Mütter arbeiten zum Beispiel? Jetzt haben die ja natürlich, sind Studenten, die haben alle noch keine Kinder. Das sind aber sehr wenige. Treten die heute selbstbewusster auf als noch vor 10, 20 Jahren? Also wir haben natürlich, es gibt so verschiedene, ich würde mal sagen Stadien. Was wir sehr fördern, ist zum Beispiel das Pitching, also dass man sich eben auf eine Bühne stellt und dass wir von Anfang an wöchentliche Pitches haben, wo wir das einfach wirklich fordern, dass Leute sich dann auch selbstsicherer fühlen, wenn sie pitchen. Das geht sowohl für Männer als auch für Frauen. Ich finde schon, dass die Generationen jetzt wesentlich selbstbewusster sind, als es noch die vorherigen Generationen war. Ich finde auch, dass sie wesentlich mehr, also dadurch, dass sie wissen, was sie können, und dadurch, dass sie international so gefragt sind, ist da schon ein gewisses Selbstbewusstsein da. Trotz allem ist das ja dann nochmal ein Unterschied zu, ich bin in einem geschützten Umfeld und ich gehe dann raus. Und dann muss ich raus und dann muss ich mich behaupten. Und da ist dann nochmal die Lücke. Weil im Institut selber und im Studium ist es natürlich eine ganz andere Geschichte. Aber wenn ich dann rausgehen muss und sagen muss, ich will jetzt zu Pixar oder ich will jetzt zu die Firma nebenan, das ist ja, macht ja keinen Unterschied letztendlich, aber wie positioniere ich mich da, was verlange ich, was ist mir wichtig, was ist mein Wert? Also diese Werthaltigkeit, ich glaube, an der muss gearbeitet werden, weil ist der Unterschied jetzt noch nicht so groß. Die haben zwar ein extremes Selbstbewusstsein für sich selber, die wissen auch genau, was sie wollen, aber dann diesen Schritt in die Wirklichkeit zu machen, das ist halt nochmal ein anderer Schritt. Stefanie, ja. Ich finde, dass es danach nochmal mehrere Stufen gibt. Also ich glaube, dass es mittlerweile so ist, dass die wirklich ein anderes Selbstbewusstsein haben, dass sie sich gelernt haben, besser zu verkaufen. Aber ab dem Moment, wo es dann beginnt,
dass sie eine Entscheidung treffen müssen, weil auch private Aspekte dazukommen. Ab da wird es komisch, finde ich. Also ab da ist es nicht mehr gerecht verteilt. Auch wenn ich mir das so wünschen würde, weil ich selber immer versucht habe, so zu machen. Aber es ist einfach so, wenn man die Leute anguckt, also jetzt zum Beispiel in diesem Netzwerk, das ich betreue in Baden-Württemberg, Animation Medien, ist es so, dass ein einziges Studio von einer Frau geleitet wird. Die hat aber auch keine Kinder. Und das finde ich, also ich meine das jetzt nicht despektierlich, sondern das ist einfach wahnsinnig schwierig. Ja? Und ich finde einfach, dass diese, und das hat für mich gar nichts mit Animation oder so zu tun, dass diese gesellschaftlichen Dinge, die hast du ja vorher angesprochen, wir reden da seit 95 Jahren gefühlt drüber oder so, dass es da so viel mehr braucht und dass es wahrscheinlich auch das braucht, dass eben auch Studenten und Studentinnen beide, also dass dieses, die Gleichwertigkeit gesehen wird in der Arbeit und dass nicht die Frauen dieses leichte, angeknackste Selbstbewusstsein irgendwann entwickeln und sagen, Mensch, mein Freund oder der macht genau das Gleiche wie ich, wir haben die gleiche Ausbildung, aber jetzt hat der dieses tolle Angebot, ich gehe mit. Und dann fängt es an, dass man das verlässt, was man vielleicht irgendwann mal auch wollte. Ja? Und diese Zerrissenheit kommt oft auch daher, dass man vielleicht als Person in einer Beziehung oder in einer Familie dann doch nicht gleichgestellt ist und eben auch diese Struktur nicht vorfindet gesellschaftlich, dass die das irgendwie auffangen würde. Ich möchte gerne dazu was sagen. Also unsere Erfahrung ist gerade auch durch unseren, sage ich jetzt, radikalen Ansatz, dass immer, es braucht euch überhaupt noch, euch als Festival, und es passiert ja jetzt eh so viel und es ist eh schon alles gleich, auch von vielen jungen Frauen, dass dann ein, die Realität ist noch eine andere, dass später eben, deswegen auch das Thema heute, die Fragestellung, denke ich, was ist nachher? Und wir, zum Glück gibt es auch immer mehr Festivals, die auch sagen, jetzt setzen wir mal einen Schwerpunkt auf die Frauen oder ab und zu publizieren. Wir haben jetzt eh heuer 50% Filme von Frauen, aber es genügt nicht einmalig. Und auch vielleicht, wenn viele jetzt diese Charter unterschreiben, was sehr löblich ist, diese 50-50 bis 25 oder bis 20 manche, dass das auch verfolgt werden soll, muss, sage ich jetzt, nicht nur einmalig angekündigt werden soll, sondern wirklich auch vielleicht braucht, dass man es umdreht, zum Beispiel wie jetzt generell im Gender Pay Gap, wo man immer nachfragen muss, wie ist das bei euch, vielleicht dass große Institutionen das von Haus aus publizieren, wie ist das jetzt bei uns, die von sich aus drauf schauen müssen, sollen, dass das so in eine Art Verpflichtung oder nicht vielleicht Verpflichtung, aber zum guten Ruf einer Organisation gehört, dass das ausgewogen ist und nicht wir alle immer das einholen müssen oder schauen müssen, sondern dass das von Haus aus passiert, dass dann viel, ich glaube, so kann man vielleicht was verändern, dass das einfach wichtig ist für Organisationen, dass sie darauf achten, dass das immer gleicher wird und so vielleicht sich was ändern kann. Und also wir fangen schon an, wenn jemand mit einem Projekt kommt und wir dann auch sagen, na, wie ist das, wenn du es aus der Perspektive einer Frau erzählst? Weil manchmal denken sie gar nicht dran, wie das wäre. Und auch so von den Rollenbildern einfach noch immer. Also gibt es ja auch die Untersuchungen von den weiblichen Protagonistinnen in den Filmen und so. Das, denke ich, braucht man in diesem Setting nicht erwähnen, dass das auch noch nicht gleich ist, einfach von den, dass, also 52% der Weltbevölkerung sind Frauen, aber wie viele kommen jetzt in den Filmen als Protagonistin, als Hauptcharaktere vor? Da gibt es eh diesen Pecht. Hallo, Entschuldigung. Ja. Ich habe mir eine Frage. Ich habe mir das Mikrofon erschlichen. Es ging vorhin um die, also mein Name ist Franziska Polke und ich arbeite seit vielen Jahren als freiberufliche Animatorin, auch in größeren Produktionen. Und jetzt, wo es darum ging, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich diese ganz relativ einfache Lösung gibt, das Homeoffice. Und ich konnte eigentlich immer sehr gut mit den Studios, ob das jetzt im Ausland war oder in einer anderen deutschen Stadt, verhandeln, dass ich eben wegen meiner Familie von zu Hause aus arbeiten kann. Und dann gab es dann halt also einfach den Kompromiss, dass man mal für 2-3 Wochen am Anfang kommt zum Einarbeiten, das Team kennenlernen und irgendwie Kontakt kriegen und dann halt einfach den Schritt sagt, okay, ich mache das jetzt von zu Hause aus. Und
die technischen Möglichkeiten sind ja wunderbar heutzutage. Man kann ständig Daten auf Server schieben und ist ständig im Kontakt dann auch mit dem Animationssupervisor oder den Produzenten. Und eigentlich hat sich das für mich eigentlich als sehr gut erwiesen. Und ich hatte auch tatsächlich einen männlichen Kollegen, der das gemacht hat. Also ich fand es dann halt eher nicht so eine Frauenfrage, sondern eher eine Familienfrage. Also wie, genau, wie fein man das? Stimmt, das ist ein guter Aspekt. Habt ihr da irgendeine Anmerkung zu? Könnt ihr das bestätigen, dass Homeoffice und schnelle Internetverbindung heute Familienfreundlichkeit erlauben? Also ich bin da nicht ganz einverstanden, dass das Internet halt oder der Remote Work wirklich das ersetzt, dass ein Team an Ort ist. Hm. Weil ich glaube, also jetzt gerade im langen Film, ich glaube, ein Projekt hat wie auch eine Seele. Und die entwickelt sich ganz anders, wenn jeder Animator irgendwo in einem anderen Land ist, vielleicht in einer anderen Zeitzone auch. Und ich denke, es kommt auch dann darauf an, in welcher Position man ist. Also Homeoffice geht nicht in jeder Position. Natürlich, wenn jemand Familie hat, versucht man, also oder ich als Regisseurin versuche, dem entgegenzukommen, aber jetzt bei meinem Film Chris the Swiss wäre es nicht möglich gewesen, jetzt 100% so zu arbeiten. Also wir haben 3 Personen gehabt, die remote gearbeitet haben. Das ging gerade so, aber der Aufwand, diese Personen zu betreuen, ist enorm viel höher. Also bei größeren Teams, bei größeren Produktionen macht es schon noch Sinn, die an einem Ort zu haben. Also man kann einfach viel schneller auf was reagieren und wenn Fehler entstehen oder auch Misskommunikation, ist es sehr viel schwerer mit Remote Work. Wie war das bei dir, wenn ich nachfragen darf? Hast du dann mit anderen Animatoren vernetzt gearbeitet? Tatsächlich, ja. Also ich war auch in größeren Produktionen und das stimmt natürlich. Also man braucht ein kerngroßes Team vor Ort. Das ist natürlich dann auch eine Sonderbehandlung gewesen. Also und das ist ja auch recht. Also ist ja auch richtig. Es hat ja auch nicht jeder kleine Kinder. Genau, also es waren ja auch oft sehr junge Animatoren dann, die halt eben noch keine Familie hatten oder ungebunden waren oder halt auch das auf sich genommen haben und gesagt haben, oh ja, meine Familie ist jetzt halt einfach mal ein Jahr allein zu Hause und ich bin hier, was ja auch, ist ja auch eine Entscheidung so, aber es, also ich habe es halt festgestellt, dass man das durchaus verhandeln kann und dass die Studios da auch relativ offen sind. Und wenn man halt sozusagen diesen Kontakt trotzdem anbietet, man kann ja trotzdem alle 3 Monate mal anreisen, 2 Wochen bleiben und dann halt wieder ein bisschen im Team arbeiten und halt so den Groove sozusagen wieder gemeinsam aufnehmen und dann halt wieder damit nach Hause gehen und dann wieder. Also ich fand es halt für mich persönlich, hat es gut funktioniert und für meinen Kollegen auch. Aber ich verstehe das total. Natürlich braucht man für so eine Produktion wie Chris the Swiss oder halt einen Feature-Film oder eine längere Serie, braucht man natürlich ein Kernteam von Animatoren vor Ort, das ist klar. Ich denke, es kommt auch ein bisschen auf die Technik darauf an. Also je besser definierbar die Technik ist, desto einfacher ist es auch, so Pipelines aufzustellen, die eben dann Remote-Work erlauben. Aber bei uns war halt, also bei uns war die Vorgabe quasi, dass die Animationen so ausschauen wie meine Skizzen und irgendwie schauen meine Skizzen halt, zeichnen sich dadurch aus, dass irgendwie immer alles anders ist. Und da eine Regel reinzukriegen war extrem schwierig. Ja gut, aber das ist ja die Profession des Animators. Das muss er ja können, genau, ob ja. von zu Hause Aber es gibt sicher Projekte und Techniken, die einfach oder die besser geeignet sind für Remote Work, denke ich. Okay, Annegret, ich lasse dich noch was sagen. Und vielleicht könntest du, vielen Dank, das Mikro in die andere Richtung weiterleiten, an den freundlichen Herrn da vorne. Genau. Keiner, kannst du gleich die Frage stellen, ja, nach Annegret. Ich wollte nur kurz ergänzen, das hängt tatsächlich, also ich glaube, das ist möglich. Auch da muss man wieder, das hatte ich vorhin gesagt, man muss schon im Vorfeld eigentlich das im Gesamtkontext mitdenken. Das ist eben höhere Betreuungsaufwand, das vielleicht auch andere Technik. Also gerade wenn man jemanden remote hat, nicht alle haben dann die Facility vor Ort. Nicht alle haben diese Computerprogramme oder auch die Computer. Oder die, denn gerade wenn man 3D-Animationen macht, dann braucht man auch irgendwie einen Zugang zu einer Renderfarm oder irgendwas. Also da muss einfach noch eine Struktur auch geschaffen werden, die auch kostet auch wieder Geld. Oder Öl auf Glas Malereien, das kann kaum jemand zu Hause machen. Dafür muss man ins Studio gehen, selbst wenn man das möchte. Also das sind tatsächlich, wie Anja sagt, ganz unterschiedliche Bedingungen, die auch technikabhängig sind und natürlich eben von den Strukturen, die man zu Hause vorfindet. Wenn das möglich ist, bin ich absolut dafür, dass das auch umgesetzt wird. Aber wie gesagt, es muss immer mitgedacht werden und da sind wir wieder bei den Produktionsbudgets.
dann im Vorfeld schon in der Kalkulation und da sind wir noch ganz weit entfernt. Okay. Kai Hoffmann vom Haus Dokumentarfilms. Die Diskussion fand ich jetzt relativ allgemein, Rolle der Frauen und der Animationsbranche, aber das Thema war ja eigentlich Animadoc und die Frauen sozusagen. Und wir haben ja jetzt die letzten oder gestern und auch einige Filme gesehen, wo relativ kurze animierte Sequenzen in den Dokumentarfilm integriert wurden von 2 Minuten, 3 Minuten, 5 Minuten. Und Annegret, du hattest ja erwähnt, dass Frauen im Kurzfilmbereich eher schon präsenter sind und sich da eine Position schon erarbeitet haben. Von daher die spezielle Frage, ob dann sozusagen diese Subgenre des Animadoc sozusagen für Frauen wirklich neue Chancen geben, weil es eben auch zum Teil die kürzeren Formate sind. Chris Swiss ist da die Ausnahme, weil da wurde ja 40, 50 Minuten animiert. Das ist natürlich einfach eine ganz andere Kategorie als jetzt ein typischer Dokumentarfilm, der sozusagen um einige Animationssequenzen ergänzt wird. Und da fand ich zum Beispiel dieses Wer bin ich ein interessantes Modell. Das sind ja 5 Protagonisten und da wurde praktisch für jeden Protagonist eine Animationskünstlerin, Künstler gewonnen, der dann eben 2, 3 Minuten animiert hat. Also von daher die Frage, ob gerade dieses Genre des Animadoc Chancen gibt für Frauen. Du hattest das ja auch schon eingangs erwähnt, ne? Dass also historisch gesehen die Frauen eigentlich im Animadoc-Bereich sehr gut vertreten waren oder sind, allerdings in den kurzen Formaten. Das ist tatsächlich so, weil natürlich Animadoc im Vorfeld oder von Walter Bashir eher im kurzen Film stattgefunden hat. Das ändert sich jetzt ja langsam, aber wir reden ja über unterschiedliche Filme, also zum Beispiel Anja kommt aus der Animation und hat einen animierten Dokumentarfilm gemacht, der jetzt sozusagen auch dokumentarisches Material hat, aber sie ist eigentlich mit der Animation viel stärker reingegangen. Oft ist aber so, dass eher ein Dokumentarfilmregisseur oder Regisseurin kommt und dann sagt, wir brauchen Animation. Da finde ich es natürlich wirklich als Chance für Animatorinnen zu sagen, ja cool, diese 5 Minuten Sequenzen oder die Szene kann ich animieren. Franziska hat ja zum Beispiel bei Was bin ich auch mitgemacht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ne? Und dann ist das eine überschaubare Möglichkeit, weil es eben nicht diese ganz langen Arbeitsprozesse beinhaltet. Aber generell ist es so, dass eigentlich viel zu wenig animierte Dokumentarfilme gemacht werden, als dass das ein neues Arbeitsfeld für Animatorin oder Regisseurin wäre. Es ist schon ein sehr spezieller Bereich und davon, also von so kurzen Formaten, kann man da sein Leben lang von leben? Das ist ein Zuschussgeschäft. Die Budgets sind ja auch viel, viel kleiner. Ne? Also jetzt muss ich nochmal dazu sagen, Dokumentarfilm ist ja auch, hat ja so und so nicht so viel Budget. Und dann, wenn dann noch animiert werden soll, da ist halt Animation, selbst wenn es nur 10 Minuten sind, wir haben uns halt vorhin drüber unterhalten, wenn dann jemand kommt und sagt, naja, ich würde mir jetzt vorstellen, so 10 Minuten Animation, könnt dafür irgendwie 10.000 Euro zahlen, da kann natürlich kein, also weder jemand davon leben, noch ist es dann die Zukunft des, für Frauen im Animationsfilm. Also da, glaube ich, ist nochmal ein großer Gap auch, was überhaupt möglich ist. Ne? Also das ist noch, da ist dann Film ja, glaube ich, eher noch die Ausnahme. Und Waltraud, bei deinem Festival, ihr habt ja eine extra Animadoc-Schiene. Seit 2011 Startup war mit Annegret, die ein Programm für uns kuratierte. Seit 2011 haben wir jedes Jahr ein fixes Programm an der Animated Documentaries und haben da keinen Mangel an Filmen. Also eigentlich, wir haben das Glück, dass jetzt so toll Output immer ist, dass das Programm proppe voll ist. Und wir auch immer wieder viele Anfragen kriegen, eben auch immer mehr aus dem Dokumentarfilm, die halt Sequenzen animiert bekommen. Wer könnte denn das machen? Wisst ihr da jemanden und so? Aber jetzt gerade weiß ich von einigen Filmemacherinnen, die jetzt animierte Dokumentarfilme oder vielmehr diese Mischformen, jetzt entstehen einige auch von Frauen, die aber dann teilweise zu 100% animiert sind, aber die kommen alle aus dem Animationsbereich, die dann diesen großen Animationsanteil haben, wie ich denke, du kommst ja auch vorwiegend vom Animationsbereich, aber dass da einige im Entstehen sind, aber die arbeiten halt dann 3 bis 6 Jahre dran und es braucht halt auch große Budgets. Das ist halt für mich auch wieder die Erklärung,
warum da weniger sind, aber es sind einige in Vorbereitung. Und ich frage mich auch immer, ist das jetzt so die Königsdisziplin? Braucht es diese Langfilme? Weil auch die Finanzierung und auch die Realisierung wirklich sehr lange dauert, wenn die dann zu 100% animiert sind. Und bei uns jetzt ist die Definition am Festival, müssen die, damit sie in dieser Reihe laufen können, eigentlich um die 50% animiert sein, damit sie in dem Programm laufen können. Aber das ist im Kurzfilmbereich. Ja. Bevor wir zu zwei Publikumsfragen kommen, kannst du mal ganz kurz sagen, wie so das Durchschnittsalter ist, der Filmemacherinnen, gerade im Bereich Animadoc bei euch? Ach, sind die eher jung oder sind die eher weniger jung? Da würde ich gerade sagen, in Frankreich, die arbeiten viel in den Ausbildungsstätten in Gruppen, die haben auch oft diese Themen jetzt, sehr tolle Themen, da ist der Output sehr eher jünger, weil die auch oft mit Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen schon in den Ausbildungsstätten zu gewissen Themen arbeiten. Sonst vielleicht würde ich es jetzt gefühlsmäßig, da müsste ich jetzt noch einmal ganz einsteigen. Manchmal weiß ich auch nicht ganz so genau, wie alt die Gäste sind, also die Filmemacherinnen sind, erst wenn sie am Festival sind dann. Mhm. Aber vielleicht stimmt das, dass das ein bisschen später ist. Also die Themen sind bei uns ja auch oft, eben wie Annegret auch schon gesagt hat, historisches Trauma, eben ja aber auch Erfinderinnen, tolle Frauenfiguren sind gerade in dem Animadoc-Bereich wirklich Thema. Also was ja wirklich toll ist, das ist wirklich auch eben von den Themen der starken Frauenfiguren eine Präsenz zu geben. Gerade in dem Bereich ist da kein Mangel sozusagen da geht es fast immer um Frauen als Hauptcharakter. Darf ich ganz kurz noch, bevor wir zur Publikumsfrage kommen, dazu sagen, in den 90er Jahren wurden sehr viele kurze animierte Dokumentarfilme gemacht und die vorwiegend eben von Frauen. Sheila Sofian zum Beispiel hat da einen großartigen Film gemacht oder Orly Yardin, die eher aus dem Dokumentarischen kam, hat einen Film gemacht, Silent, der immer noch überall gezeigt wird, weil er großartig ist. Also es waren viele starke Frauen, die heutzutage teilweise immer noch genau in dem Bereich, nämlich im animierten Dokumentarfilm, Filme machen. Samantha Moore zum Beispiel, die ist die nächste Generation, hat, glaube ich, 2002 ihren ersten animierten Dokumentarfilm gemacht und hat jetzt 2018 wieder einen gemacht. Und also das heißt, und dazwischen natürlich auch, also die ist immer diesem Metier treu geblieben und wird auch weiterhin animierte Dokumentarfilme machen. Wir reden hier allerdings von Kurzfilmen. Also sie macht keine Langfilme. Und das ist so ein bisschen das, im Kurzfilmbereich gibt es ganz viele Frauen, die gesagt haben, das ist genau die Ausdrucksform, mit der ich arbeiten kann. Das sind auch Budgets, die ich handeln kann und die ich bekomme. Das ist ja auch die Frage. Und ich kann eben die Themen so benutzen, wie ich das möchte. Also von daher muss man da ein bisschen differenzieren. Gut, zu den Fragen da oben. Hallo, ich sag's nicht. Ich bin im zweiten Semester hier an der Merz-Akademie und studiere Film im Hauptfach und wollte einfach fragen, wie kann ich mir als Filmstudentin während dem Studium vielleicht schon ein größeres Selbstbewusstsein einfach mich das antrainieren, einfach, dass ich mich ein bisschen mehr trauen kann und alles. Haben Sie da Tipps? Das ist für dich, Lilian, oder? Die Frage. Ja, da sind wir auch gerade dabei reinzugucken. Es gibt da ganz, ganz viele, also ganz interessant zum Beispiel ist, wenn man jetzt mal, das ist natürlich, wäre jetzt erst danach, wie geht man in Gehaltsverhandlungen rein oder wie reagiert man auf Stellenausschreibungen? Da haben wir zum Beispiel festgestellt, wenn wir Leute begleiten und wir schauen uns die Stellenausschreibungen an und da stehen jetzt zum Beispiel 10 Punkte drauf, würden Frauen generell die 10 Punkte anschauen, würden sagen, 7 erfülle ich, 3 nicht, kann ich mich nicht bewerben, weil die 3 könnte ich nicht beantworten. Das wäre bei einem Mann vielleicht etwas anders. Also ich glaube, was wichtig ist einfach wirklich viel zu versuchen, in Pitchings zu gehen, viel zu versuchen, frei zu reden,
viel vor Leuten zu reden. Vor Leuten zu reden. Was wir auch machen, ist, dass wir zum Beispiel Pitches aufnehmen und sagen, okay, schau mal, Körperhaltung, wie nimmst du dich selber wahr? Weil das ist natürlich auch mal ein bisschen schwierig. Wir machen auch so Trainings, da gibt es auch Coaches dafür, die Übungen machen mit Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Also was schreib auf, was sind deine Punkte, wo fühlst du dich stark und wie sehen die anderen dich? Das ist natürlich viel im Rollenspiel, aber da würde ich einfach mal hingucken, was gibt's da für Möglichkeiten, teilzunehmen an irgendwelchen Kursen oder zu schauen, Bücher zu lesen auch, einfach zu gucken, was passt mir da und wo kann ich mich selber stärken und wir versuchen das, ich weiß nicht, ob es das an der Merz-Akademie auch gibt, sonst würde ich das auf jeden Fall mal ansprechen, ob es nicht die Möglichkeit gibt, da auch mit einem Coach zu arbeiten, der mal reinkommt und das wirklich mit Gruppen macht oder mit Frauen macht. Also wir versuchen das am Institut auf jeden Fall zu fördern, zu schauen, dass wir das regelmäßig anbieten und dass wir da auch wirklich Trainings machen für diejenigen, die das gerne machen würden. Und das beschränkt sich jetzt nicht unbedingt nur auf Frauen, geht ja Männern dann teilweise ganz genauso. Ja. Ich denke auch, das Ganze ein bisschen spielerisch angehen. Also irgendwie ein Pitch ist ja nicht nur eine Prüfung, sondern man testet auch aus, wie kommen bestimmte Formulierungen an und vielleicht bewirbst du dich auch nicht gleich zuerst auf die Stelle, die du unbedingt willst, sondern vielleicht auch mal ein bisschen ausprobieren. Vielleicht reicht's ja schon, wenn ich 3 Punkte nur erfülle. Also das Ganze auch ein bisschen offener angehen, denke ich, hilft schon auch. Eine Woche lang versuchen, nicht vielleicht zu sagen. Ich sag's in jedem Satz, vielleicht. Sind die Schweizer. Eigentlich haben wir damit schon... Ich meine das im Ernst. Also Frauen, ich denke aber nicht vielleicht, sondern ich denke, ich will es und sage. Also wenn man das echt mal ausprobiert, dann merkt man erst, wie oft man zögert über das, was man eigentlich wirklich sagen möchte. Also das kann ich wirklich mal empfehlen. Eine Woche ohne vielleicht. Super. Ja, das stimmt. Eine letzte Frage noch. Wir sind eigentlich schon in der Zielgeraden. Damit haben wir eigentlich schon fast ein Fazit. Aber brennt dann jemand noch unter den Fingernägeln? Wenn nicht, würde ich diesen Schwung gerne mitnehmen, weil der so hoffnungsfroh stimmt und außerdem auch auf alle Gewerke passt. Denn natürlich müssen sich die Strukturen ändern. Sie müssen dafür sorgen, dass Arbeitskräfte mehr wie Menschen behandelt werden und nicht wie Maschinen. Und davon können dann Frauen wie Männer gleichermaßen profitieren. Also Stichwort Budget und Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen. Aber wir haben ja auch schon das Positive gehört. Also vielleicht ist Homeoffice je nachdem auch eine Lösung. Und was, glaube ich, immer eine Lösung ist, ist Solidarität. Ich denke mal, da sind wir uns einig und ein selbstbewussteres Auftreten, das natürlich dann auch mit der Solidarität kommt. Denn wenn wir uns gegenseitig unterstützen, dann kommen wir auch gemeinsam weiter. Und ihr tut ja alle auf eure Art etwas dafür und deswegen hier nochmal an dieser Stelle der Hinweis, da draußen liegen auch so kleine Flyer und Sticker, genau. Pinke Flyer. Genau. Da ist der Fragebogen, kann ich das kurz noch sagen? Ja, genau. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, wir haben einen Fragebogen gemacht, also wenn Sie jemanden kennen, der in der Animation arbeitet oder selber in der Animation arbeiten, füllen Sie diesen Fragebogen aus, weil nur so können wir als Initiative Frauen in der Animation in Deutschland auch wissen, wo der Schuh drückt. Vielen Dank. Genau, und solche Initiativen gibt es ja in vielen anderen Gewerken auch. Also, wir müssen uns zusammentun. Genau, danke auch nochmal an Women in Film and Television, dass es dieses Podium gibt. Und ich möchte noch sagen, den Raum nehmen und nicht warten, bis er uns gegeben wird. Das hast du ja gerade auch getan. Sehr schön. Wir machen gleich nahtlos weiter mit Angedockt. Ich danke den Damen hier für diese tollen Beiträge.